ist Luca Grünwald und Applaus. Konnte jedes Team das verbessern, das ändern, was wichtig erscheint. Viele haben natürlich auch an den Bremsen Fahrwerk. Instruktor für Fahrsicherheitstraining spezialisiert. Auf dem jetzt. Er fährt die Kurve immer weiter aus und schneidet dann anders. Nicht gewollt von unserem Luca. Auf Platz 3 unser den 7. Auf dieser Klasse natürlich mit Vorteil natürlich nicht nur mit wieder außen die Kurve angefahren, wird überholt von. Aber jetzt. Und zwischen Harley Davidson und BMW. Zilo fährt wieder aus und wird überholt. Jetzt haben wir den Start. Jetzt Platz Nummer 1, Harley Davidson, Platz Nummer 3 und den Platz Nummer 3 BMW. So, Zilo nimmt dieses Mal die Kurve sehr eng. Am Platz Nummer 1, Harley Davidson, unser Eve-Club. Schneide die Kurve von außen. Thilo hat jetzt seine Strategie ein wenig geändert, nimmt die Kurve jetzt sehr eng. Platz Nummer 3 BMW. Und dieser.
Zeitpunkt auf den Bremsknopf. Thilo setzt an zum Überholen, kommt aber nicht vorbei. Bestätigt aber, Thilo fährt jetzt wieder die Kampflinie, kann man sagen. Momentaner Stand Indien 1, Harley Davidson 2, BMW 3. Wobei jetzt unser BMW-Fahrer Luca Grünwald auf die Kampfanzeige gestartet hat. Er hängt gerade. Ja, Thilo, das rennt dich leicht, fährt aus. Jetzt ein Kopf mit Harley Davidson. Aber die Indien jetzt im Abzug etwas überlegen und das Feld ist ganz, ganz eng zusammen. Und da spielt sich das Spiel wieder auf hier. Jetzt geht unser Platz Nummer 3 über Platz Nummer 1, Harley Davidson mit Ingrid. Ein ständiger Wechsel, ein spannendes Rennen, meine lieben Damen und Herren. Jetzt die Gitarre, der Yves fährt sehr weit aus. Was macht er? Er fährt aus, der bleibt aber bei der nächsten Kurve. Kilo kommt außen vorbei. Aber ich kann sagen, es ändert sich bei diesem Rennen alles. Bis jetzt sieht es gut aus für Harley Davidson. Nicht gewollt vom BMW. Das heißt aber noch nichts. Unser Thilo, wir kennen, dass der Thilo ein Beikämpfer ist und nicht dem Zufall überlässt. Jetzt das Starterfeld wieder zusammen. Die S-Schiffbahn. Gelbe Flagge, wir haben einen kleinen Fahrfehler bemerkt dürfen. Man kann nicht auf der Fußraste. Eine Kilo Günther gibt Gas. Lässt aber jetzt wieder ein wenig unseren Lokalmatador vorne ranfahren. Unser Kiesel ist hoffentlich nicht. Er steht ja sauber nach oben, klar, raus. Thilo jetzt locker lässig, fährt er die Kurven anders, jetzt leichter Drift, hat dadurch, oh nein, da bremst er quasi seinen Partner, Gegner, Freund aus, der musste, um nicht hinten drauf zu fahren, bremsen und diese Motorräder 350 Kilo zu halten, ist natürlich sehr, sehr schwer. Thilo, ich würde jetzt gerne wissen, was die Jungs jetzt da sich lieb unter den Helm flüstern.
auf jeden Fall Head Shake und die Startseite. Konnte den ersten Platz jetzt für sich einfahren. Es war knapp. Ich freue mich, wenn der Thilo jetzt gleich nach dem Rennen zu mir kommt für ein kleines Interview. Ich denke, die Pets kann ihn noch oben schicken, unseren Thilo. Denn das. Ach so, okay. BB 1.